erbarmungslos als auch zynisch und... Alter. Augenblick bitte, Exzellenz. Ich komme nicht mit. Weißt du, ich schreibe den Bericht selber. Du musst dann nur die Reinschrift erstellen. In 3 Ausfertigungen. Aber mindestens so ein 3. Warum nicht gleich 100? Oh, es gibt zumindest Sachen zum Klauen. Das ist auch echt sympathisch. Hup. Und das. Bup. Guck mal, ich kann Feuer machen. Ein Vedimi. Direkt aus den Sagen der Nordlinge. Unfassbar. Aha. Blaubeeren schon wieder. Wir haben auch nicht genug Nahrung. Das wird auch eine Zeit lang reichen. Oh, Jenny. Geralt, diese Tunika. Du siehst einfach umwerfend aus. Könnte ich sie bloß ausziehen. Unter anderen Umständen würde ich das als Vorschlag werten, den ich sogar wahrnehmen könnte, aber wir haben was zu tun. Verstehst du jetzt, warum ich an Emias Hof bin? Und jetzt sitzen wir wohl im selben Boot. Ciri, ist sie wirklich wieder da? Oder irrt er sich vielleicht? Schau, so sieht sie jetzt ungefähr aus. Jedenfalls unseren Agenten zufolge. Unsere kleine Hexerin ist eine junge Dame geworden. Nett. Ja, ganz erwachsen. Jetzt sind das also unsere Agenten. Nö, ich nehm das. Sieh einer an. Sie ist erwachsen. Euer Training in Kaer Morhen ist Jahre her. Es hat sich viel verändert. Du nicht. Kein bisschen. Ich habe deine unbeholfenen Komplimente vermisst. Aber konzentrieren wir uns auf Ciri, ja? Gut. Emir sagt, die wilde Jagd sei hinter ihr her. Bis zu den Ereignissen gestern hätte ich das kaum geglaubt. Wie haben sie uns aufgespürt? Wegen mir. Weißt du, ich habe Monate damit verbracht, nach Ciri zu suchen. Mit Ortungszaubern, Haruspiti, Geomantie, einfach mit allem. Ich wusste, dass die wilde Jagd es merken und mich sogar finden könnte. Aber ich dachte, ich hätte sie getäuscht. Tja, du hast dich wohl geirrt. Ich habe seit einiger Zeit gespürt, dass sie mir auf den Fersen war. Wenn du und Emhirs Soldaten nicht gewesen wärt, hätte sie gekriegt, was sie will. Noch so eine Begegnung kann ich nicht riskieren. Es ist Zeit, die Magie beiseite zu lassen und konventionelle Methoden einzusetzen. Den besten Fährtenleser, den ich kenne. Du musst sie finden, Geralt, bevor es die wilde Jagd tut. Wo wurde Ciri denn gesehen? Was will die wilde Jagd von Ciri? Die wilde Jagd. Was kann sie von Ciri wollen? Keine Ahnung, Geralt. Ich hätte sie ja angeschrieben und nachgefragt, aber ich habe die Adresse nicht. Ich weiß so viel wie du. Es muss um ihr Blut gehen, um ihre Gabe. Aber was die Jagd mit der Gabe vorhat, darüber will ich lieber nicht nachdenken. Okay. Wo genau wurde Ciri denn gesehen? An 2 Orten, Velen und Novigrad. Die Spur in Velen ist aussichtsreicher. Da solltest du zuerst hingehen. Frag nach einem Kaufmann namens Henrik in der Taverne am Scheideweg. Er ist einer der kaiserlichen Agenten und sollte sich mit dir in Verbindung setzen. Das war's? Keine Losungen, keine geheimen Begrüßungsrituale? Nein. Tut mir leid, dir die Kindheitsfantasien über die Spionage zu verderben. Wir haben in Novigrad nur unbestätigte Meldungen und Gerüchte. Aber du hast da die Hilfe unserer gemeinsamen Bekannten. Triss Merigold. Die hat offenbar eine gemütliche Wohnung am Marktplatz. Sie wird bestimmt entzückt sein, mich zu sehen. Was ist mit dir? Was hast du vor? Ich segle nach Skellige. Da hat es neulich eine magische Explosion gegeben, die einen halben Wald zerlegt hat. Ich glaube, dass das was mit Ciri zu tun hat. Ich bin in Kaer Trolde. Komm zu mir, wenn du was erfahren hast. Warum hast du mich nicht früher kontaktiert? Ja, das will ich gar nicht wissen.
Ganz ehrlich? Dann müssen wir uns wohl wieder trennen. Das gefällt mir nicht, aber ich verstehe es. Die Uhr tickt. Das tut sie. Warum teleportiere ich dich nicht nach Velen, damit du sofort da bist? Kommt nicht in Frage. Ich reite, sobald ich mich umgezogen habe. Wie du willst. Oh, und du siehst in schwarzem Samt wirklich toll aus. Meinst du? Vielleicht kann ich mir eine Rüstung damit füttern lassen. Viel Glück, Yen. Dir auch. Und wenn du wissen willst, was in der Welt passiert ist, während du und Wesemir durch die Wildnis gestreift seid, rede mit Botschafter Vaatre. Das ist er, da drüben. Hm. Geralt, ich weiß, dass Krieg herrscht und so weiter, aber bitte spiel nicht den Helden, ja? Geh einfach den Hinweisen nach und komm dann zu mir, gesund und munter. Ich werde auf dich warten. Hm. Jojo. Ja, tschüss, Marigold. Wow! Die Frau weiß, wie man reist. Geil. Ja, lass uns mal gucken, ob wir hier von ihr noch was abplündern können. Weil hier überall noch was. Okay. Auch in Ordnung. Danke. Nö. Wollen wir nicht ausmachen. Leere Flasche. Hier müssen wir. Hui. Schema. Asglen Actun. Was soll das denn sein? Gucken wir mal nachher. Ich glaube, wir können gar nicht zugreifen. Nee. Für, war das jetzt Alchemie? Tutorial, Charakter. Aha. Falls ihr das mal lesen wollt. Gleich mal kurz durchklicken. Ja, Geralt. Hat ein bisschen längere Geschichte. Henrik. Mhm. Lambert. Rittersporn. Drill. Mhm. Ja, zu der gibt es auch jede Menge. Aber wenn wir uns entscheiden können zwischen Triss und Jen, dann entscheiden wir eindeutig für Triss. Mit Triss hat man einfach mehr durchgemacht als mit der anderen. Ja, sorry deswegen, aber wenn man die Wahl hat. Ich weiß, die ist durch die Bücher stark bekannt. Und daher kenne ich sie auch. Aber ich habe mit Triss einfach viel, viel mehr durchgemacht in den zwei Spielen als mit ihr. Die hat uns ja nicht mal aufgesucht. Wir dachten, sie wäre in tödlicher Gefahr, aber. Ne? Die Narbe ist gut verheilt. Wir dachten ja immer, die wäre in tödlicher Gefahr und so weiter. Ja, und dabei. War sie die ganze Zeit eigentlich theoretisch gesehen, hätte sie uns ohne Probleme finden können. Ups. Und wir hätten uns dann keine Sorgen mehr machen brauchen. Aber nö. Die ist lieber irgendwo in der Weltgeschichte herumgejammt. Aufnehmen. Mhm. Brief an Jennifer. Hm? Kann ja nur gut sein. So. Ach da. Jetzt reden wir mal gleich mit den Lackaffen da draußen. Mann, wir können richtig viele Bücher verkaufen. Und aus das Feuer. Ne, geht nicht. Oh. Schade. Hm. Okay, du Lackaffe. Ein Jammer, dass ich keine Zeit habe. Ja, ja. Botschafter Vaatre. Jennifer empfahl mir, dich nach dem Stand der Dinge zu befragen. Nach dem Krieg und so weiter. Natürlich. Die Diener des Kaisers sollten keine Geheimnisse voreinander haben. Werfen wir einen Blick auf die Karte, wenn's recht ist. Muss nicht sein. Hm. Hm. Wie läuft der Krieg? Wie läuft der Krieg? Ich meine, abgesehen davon, dass der Nilfgaardische Triumph unmittelbar bevorsteht.
Ich nehme an, dass dies ein Privatgespräch ist, ohne Zeugen. Lassen wir also die Propaganda beiseite, auch die in Ironie verkleidete. Unsere Offensive lief hervorragend, bis der Winter kam. Ädiren war in einem solchen Durcheinander, dass wir praktisch nicht auf Widerstand stießen. Wir hatten den Ponta vor dem ersten Schnee erreicht. Es blieb nur ein geschwächtes Kettwin und Radowitz Redanien, das die Hilferufe aus dem restlichen Norden ignoriert hatte. Wir dachten, sie würden um Frieden verhandeln oder sich sogar als Vasallen anbieten. Wir warteten siegesgewiss auf den Frühling. Radovid? Sich ergeben? Ja, eine vergebliche Hoffnung, gewiss. Radovid schickte weder Gesandte, noch näherte er sich unseren Positionen. Stattdessen schleppte er sich über das verschneite Kestrelgebirge und griff Kettwin an, seinen Verbündeten. Der Angriff überraschte die Kettwiner. Sie betrauerten noch den Verlust ihres Königs. Führerlos und entmutigt legten sie nach den ersten Scharmützeln die Waffen nieder und schlossen sich Radovid an. So stand uns im Frühling statt zwei schwachen Gegnern ein starker gegenüber. Oh, höre ich da einen Unterton der Bewunderung? Und Korwitz? Na, frage ich das mal. Was ist mit Kovir? Kovir legt Wert auf seine Neutralität. Genug, um seine Armee und vor allem sein Geld keiner Seite zu leihen. Zurück zum Krieg. In diesem Frühling gab es in den Marschen von Velen eine gewaltige Schlacht. Gewaltig, aber nicht entscheidend. Beide Seiten erlitten riesige Verluste. Unvergleichliche Verluste. Radovid zog sich über den Ponta zurück. Er ist jetzt sicher, bis die Verstärkung aus dem Süden eintrifft. Dann wird Kaiser Emhyrvar Emrais ein für alle Mal mit ihm aufräumen. Könntet ihr nicht einfach nach Hause gehen? Das würde allen viel Rennerei ersparen. Von ein paar Leben ganz zu schweigen. Ich fürchte, jetzt steht zu viel auf dem Spiel, um aufzugeben. Wir können nur aufs Ganze gehen. Nett. Wie ist die Lage in Velen? Wie stehen die Dinge in Velen? Schlimm, wie üblich. Vielleicht schlimmer. Es war nie das Land, in dem Milch und Honig fließen. Jetzt fließt dort das Blut. Die Armeen sind mehrfach durchgefegt, haben die Felder zertrampelt, die Kornspeicher geplündert, die Dörfer niedergebrannt. Die Bevölkerung hungert. Und wie läuft's mit der Regierung dieses irdischen Paradieses? Nicht gut, um ehrlich zu sein. Unsere Kräfte sind schon sehr weit verteilt und Velen besteht vor allem aus sumpfigen Wäldern, die schwierig zu kontrollieren sind. Viele Patrouillen sind nicht in die Lager zurückgekehrt. Daher haben wir die Herrschaft über diese Region einem gewissen Nordling übergeben. Einem ehemaligen niederen Offizier der temerischen Armee namens Philipp Stenger. Besser bekannt unter seinem Pseudonym Blutiger Baron. Ich rate dir, meide ihn. Ach, das klingt doch ehrlich gesagt richtig, richtig nett. Was gibt es Neues aus Novigrad? Ist die freie Stadt noch frei? Ja, obwohl jeder weiß, dass das nicht so bleibt. Radovid ist in Ochsenfurt und der Kaiser hier in Wysima. Beide direkt vor den Toren Novigrads. Beide brauchen Geld und Schiffe, die Novigrad hat. Daher ist die Stimmung in der Stadt recht angespannt. Das heißt? Wie gehen die Menschen mit Angst um? Sie suchen Beruhigung und Sündenböcke. Die Kirche des ewigen Feuers weiß das genau. Daher verspricht sie ihrer Herde das Heil, indem sie auf die Schuldigen zeigt. Anderlinge. Wer hat den Krieg begonnen? Wer profitiert davon? Nun, das ist offensichtlich. Magier, Elfen, Zwerge. In einem Wort, samt und sonders Abweichler. Ich war 13 Jahre lang in Novigrad stationiert. Zuerst als Konsul, dann als Botschafter. Ich habe einiges gesehen. Grausamkeit, Zynismus, Gier. Aber was jetzt passiert, lässt mich schaudern. Aber der Typ ist korrekt. Bis jetzt. Was gibt es Neues auf Skellige?
nichts. Das ist doch der Stolz der Skelliger. Alles der Tradition entsprechend zu handhaben, wie ihre Vorväter. Und wie ihre Vorväter streiten sie miteinander, plündern, überfallen gelegentlich unsere Transporte. Es ist ermüdend, aber sonst nichts. Skellige war immer eine Fußnote der Geschichte. So wird es auch bleiben. Das klingt ja sehr zuversichtlich. Was, wenn König Bran die Jarls vereint und alle Clans gegen eure Flotte führt? König Bran ist alt und schwach. Wie ich höre, kann er sich kaum an die Namen seiner eigenen Vasallen erinnern. Könnte schwierig werden, alle zu vereinen. Ja, also, könnte ja theoretisch gesehen ein bisschen helfen. Ne? Man könnte ja irgendwie versuchen, die restlichen Truppen zu vereinen und dann die Nilfgaarder rauszuschmeißen. Aber ich weiß nicht, ob das unbedingt das Bessere ist. Danke für deine Hilfe. Nichts zu danken. Möge die große Sonne deinen Pfad bescheinen. Na, aber hallo. Und nicht nur die. Gut, jetzt wissen wir...